möglich? Ich hab ihm doch seinen verschissenen Schnösel an zu... Hinterhalt! Ihr habt's gesehen! Er muss zu einem Arzt. Lasst uns hier verschwinden! Was für ein Wichser. Ey, ich war auch in der Deckung, Mann. Ich hab auf die Deckung gedrückt. Ich hab ihm doch seinen verschissenen Schnösel an zu komplett. Lass uns hier verschwinden. Sehr schön. Nein! Ach, fuck. Ich brauchte die Granate. Ein Hinterhalt! Oh, fuck. Lass uns hier verschwinden! Okay, los geht's. Ja, ich bin ja schon da. Okay, kommt schon, Jungs. Sorry, Charlie. Vorsicht, da sind noch mehr. Ach, Mist. Lauf zum Tor. Oh, fuck.
Wichser, Jungs. Mit dem Schild ist immer alles geil. Los geht's. Jungs. Komm schon, wir müssen hier raus. Okay, komm. Nur noch ein bisschen. Okay. Schnell hier raus. Ach, so. Komm schon. Okay, der Bus. Wir nehmen den Bus. Damit fallen wir garantiert nicht auf. Morgen. Glaubt mir, Leute, ist den Eintritt nicht wert. Los. Eins, zwei. Ja. Ian. Okay. Okay, ich mach das. Kümmere dich um ihn. Oh, da kommen sie. Sally, lass uns verschwinden. Schätze, die sind wir los. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Bus loswerden. Gut. Alles gut bei dir? Ja, großartig. Das war echt knapp. Das wird schon wieder. Nein, ich meine das Ganze. Das ist es einfach nicht wert. Wir sollten das lassen. Oh nein. Ihr dürft nicht aufgeben. Wenn die Schweine gewinnen sollten, nach all dem, werde ich euch das nie verzeihen. Keine Sorge, Charlie. Ich lasse die niemals gewinnen. Was ist los? Was willst du eigentlich beweisen? Ich will gar nichts beweisen. Ja. Hast du noch einen Plan, Junge? Ja, ich gehe in den Jemen. Bist du dabei? Ah, klar. Okay, wir müssen schnell reinkommen. Ohne Ärger. Wir könnten da jemanden anrufen. Wen? Oh nein. Nein. Hast du eine bessere Idee? Dann schieß los. Wie wär's mit... Na gut. Ruf halt an. Elena Fischer, Auslandskorrespondentin. Hey, Sally! Wie geht's, Schätzchen? Ach, nein, lass mal. Das mögen die hier nicht. Oh, klar. Aber ihr zwei könnt Händchen halten. Nein. Wie geht's, Elena? Gut, danke. Du siehst toll aus. So, das werde ich vermutlich bereuen. Diese Passierscheine bringen euch durch die meisten Kontrollen. Okay, gut. Wegen der Taschen muss ich mir keine Sorgen machen, oder? Aber nein. Nein. Klar. Zumindest jetzt noch nicht. Hm? Okay. Denkt dran. Ihr seid jetzt Journalisten. Also verhaltet euch auch entsprechend. Meinst du, du kriegst das hin? Ich glaube, sie meint dich. Also was habt ihr zwei Vögel denn jetzt genau vor? Nur ein wenig historische Forschung. Klar, deshalb habt ihr es auch so eilig. Ganz genau. Keine verfluchten Schätze? Nein. Keine teuflischen Kriegsherren? Nein. Du bist ein schlechter Lügner, weißt du das? Was? Ja, das bist du. Oh, komm schon, nicht schon wieder, oder? Also, das Auto, wo ist es? Oh, es steht dort. Ich nehme die Taschen und geh schon mal. Nate. Du trägst sie noch. Ja, tu ich. Hier unten hilft er mir sehr. Ach, wirklich? Im Ernst? Bild dir bloß nichts drauf ein. Wie ich sehe, trägst du deinen ja auch noch. Was? Oh, ja. Und deswegen bist du doch eigentlich hier. Du verstehst das nicht.
Ich habe endlich den Beweis. Drake hat gelogen wegen der Route nach Ostindien. Vor 400 Jahren war er hier. Warum, Nate? Naja, das wollen wir ja gerade rauskriegen. Ich meine, warum diese Besessenheit? Ich mach mir Sorgen. Ich pass schon auf mich auf, okay? Ich spreche nicht von dir. Was, Sully? Er geht bis ans Ende der Welt für dich, Nate. Bitte, lass das nicht zu. Komm schon, das ist nicht fair. Was soll das überhaupt bedeuten? Alles klar? Du kannst uns einfach am Stadtrand rauslassen, okay? Das kannst du vergessen. Ihr zwei steht unter meiner Aufsicht. Ich werde euch nicht aus den Augen lassen. Kapitel 10 – Historische Forschung. Das hier ist die Neustadt? Naja, relativ. Die Stadt wurde vor mindestens 3000 Jahren gegründet. Also gut, geh vor. Okay, da. Seht ihr den Turm da vorn? Dort beginnt die Altstadt. Da müssen wir hinkommen. Salam. Wa alaikum salam. Tafadalu. Okay, hier durch. Okay, jetzt müsst ihr euch benehmen. Ja, Ma'am. Ich mein's ernst. Die Polizei patrouilliert hier überall und Aufmerksamkeit können wir nicht brauchen. Kein Ding. Wir gehen über den Markt. Alright. Elena, wir folgen dir. Keine Aufmerksamkeit, nichts. Okay, sie haben wohl die Straße abgesperrt. Ich schau mal, was sich machen lässt. Ihr bleibt hier. Samahuni. Sie trifft ihn noch. Oh ja, anscheinend hilft das hier unten sehr. Was heißt das? Keine Ahnung. Und? Okay, schlechte Nachrichten. Sie lassen niemanden durch. Hey, wir versuchen's hier. Ich kenne einen anderen Weg. Ja, Elena. Verdammt, das Ding ist abgeschlossen. Esma Heli. Ha? Naam. Min fadlik after helper? Taban, tfaddali. Shukran. Danke. Tfaddali, Ukhti. Zum Glück haben wir dich. Ja, ganz sicher. Okay, hier hoch. Da ist ein Schatz. Na toll, noch mehr Bullen. Ja, anscheinend kommen wir hier auch nicht durch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ich glaube, ich habe da schon einen gefunden. Hey, hier hoch. Es muss noch einen anderen Weg geben. Na los, mir nach. Einfach klettern. Bei euch alles klar? Ja, wir kommen. Leute, wir sollten nicht hier sein. Ach komm, das ist eine Abkürzung. Schon okay. Macht aber nichts kaputt. Ja, wir sind richtig. Sehr gut. Ich werde einfach noch ein bisschen spielen. Oh.
Okay, da unten. Diese Gebäude waren schon hunderte Jahre alt, als Francis Drake lebte. Gut, nicht schlecht. Hey, Nate. Ah. Talbot. Wer? Er hat Cutters Notizbuch. Was? Halt, was? Charlie Cutter? Keine Zeit. Sully kann alles erklären. Ja, Moment mal. Wir sehen uns unten. Also mein typisch Nate. Wow, Talbot. Genug ist was. Dann mal los. Meine Güte, Talbot. Auf ihn! No, Freunde. Hallo, Jungs. Wow. Jung, Alter. Das ist immer so eine... Oh Gott. Meine Güte. Ja, ich komm schon. Okay, los, hier durch. Schnell. Bin ja schon da. Wie weg hier. Hey, hier rein. Mal jemand auf? Wer waren die Typen? Und was hat Charlie mit dem Ganzen zu tun? Er hat uns bei der Sache geholfen. Einen Moment, hat? Ist er tot? Nein. Er und Chloe. Was, Chloe auch? Ja, aber sie stiegen aus, als Cutter sich das Bein brach. Er brach sich das Bein? Ja, zum Glück hat er sich bei dem Sturz nicht das Genick gebrochen. Ihm geht's gut. Ja, also immer noch besser als zu verbrennen. Ich wäre auch gesprungen. Nicht hilfreich. Okay, dann sagt mir jetzt endlich, wonach ihr wirklich sucht. Das. Komm her. Sully, sieh dir das an. Unglaublich sind wir los. Was haben wir da Schönes? Wir sind wohl direkt in den Geheimeingang gestolpert. Oh, wirklich beeindruckend. Ohne Ausrüstung bringe ich da keine 10 Pferde runter. Frag doch den Teppichhändler von eben. Nee, ich meine Knarren, Waffen. Er ist doch gar kein Teppichhändler. Ah, wirklich. Hey, pass aber auf dich auf, okay? Ja.
Okay, im Ernst, was erzählst du warum mir sagst du mir nicht Zeug die Wahrheit? Die Kerle sind nicht wegen historischer Forschung hier und du auch nicht. Es geht um diese Marlowe, habe ich recht? Ja, aber sieh dir das hier an. Ich habe sie endlich. Und es ist, wie ich gesagt habe, das wurde zu dem. Und das brachte uns her. Zu einem Loch in der Erde. Wie immer. Nur vom Feinsten. Komm, gib es zu. Du liebst das hier genauso sehr wie ich. Nein. Nein, nicht mehr. Wirklich? Na gut, dann... Wie wär's, wenn du einfach gehst? Was, ich? Ich soll gehen? Echt lustig. Schrotflinten? Warum nicht? Was zum... Was? Er hatte nur zwei. Toll. Na gut, dann helft mir jetzt mal. Und hopp. Bereit? Ein langer, harter Weg. Ja, witzig. Was? Nichts, es wird lang und hart. Wollen wir? Okay, Jungs. Geheimer Eingang zu was? Was ist da unten? Das lässt sich herausfinden. Wieder keine Antwort. Hast du was anderes erwartet? Und damit speichern wir kurz mal. Und dann gleich Kapitel 11 zu starten. Allerdings erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception. Ich höre jetzt hier auf und sage euch, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Ansonsten könnt ihr noch kommentieren, abonnieren, wie gesagt, Kommentare verfassen, indem ihr Verbesserungsvorschläge etc. alles mit einfließen lasst. Und ansonsten teilt das Video auf sozialen Netzwerken, um das Video zu verbreiten. Und ansonsten habe ich nur noch zu sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.